Weißt du, das sind so die Details, mit denen man sich dann beschäftigt, wenn die Jungs nicht dabei sind. Warum? Weil du dann die Ruhe dafür hast, dich mit den Details zu beschäftigen. Ja, das ist, wenn man zu schnell zu viel will, dann kommt halt in der Regel nichts Gutes hin. Und wenn doch, dann freut man sich. Also Jungs, nichts gegen euch, aber wir müssen bedeutend ruhiger werden, was die Designerei angeht. Heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass ich hier Meisterwerke von höchster Designkunst präsentiere und kredenze, aber wir haben keinerlei Faible für Innenraumarchitektur. Ja, also, weißt schon, hier so Nippes, Nussschalen und Bonbontüten und so ein Kram, weißt du? Alles so Kram halt. So. Dann pappen wir jetzt hier so ein Lämpchen hin. Und schon haben wir noch eine kleine Hausmeisterbude. Wenn sie jetzt auch noch nicht schön aussieht, aber das kann man ja alles noch ein bisschen verändern. So. Ab dafür. Hier kommt dann noch ein Bad rein, weißt du? Und hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir mal doppelt so groß. 1. Ja, machen wir es mal doppelt so groß. Da kommt jetzt noch ein Wohnzimmer rein. Beziehungsweise ein Schlaftrakt mit Wohnbereich und so. Mal gucken. Irgendwie sowas. Das wäre so meine Idee hinter dem Ganzen. Hier stellen wir jetzt erstmal auch einfach nur Fackeln auf, weil das wird ein bisschen größer. So, das nehmen wir gleich natürlich alles mit hier, das Material. So, dann müssen wir gleich noch mal kurz ein bisschen gegenzählen. Wir brauchen ein Feld von 9x9 dafür. Und dann kriegen wir das mit Sicherheit auch gut auf die Reihe. Und hier kommen dann halt vielleicht ein paar andere Applikationen rein, dass das nicht alles so kobbelig aussieht, weißt du? Er soll ja auch nicht leben wie der Hund. Wobei dieser Spruch eigentlich völlig sinnlos ist, denn die Hunde, die wir bei uns in der Familie hatten und oder haben, denen geht's blendend. Ja, kannst ja auch nicht sagen, ihr sollt auch nicht leben wie ein Hund. Ja? Weil unseren Hunden geht's echt gut. Und die, die nicht mehr unter uns weilen, denen ging es gut. Ja, also kann man jetzt also nicht sagen, leben wie ein Hund wäre scheiße. Es gibt manch ein Kind, dem es schlechter geht auf der Welt als den Tieren, die wir hatten. Ups. Krankes Thema, ich weiß. Während wir hier ein Wohnzimmer und, ach, was rede ich, ein Palast bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal da und einmal da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da sind wir ja schon. Gut, dann können wir das hier auch nochmal aufreißen. So, dann können wir hier schon mal die Wandverkleidung setzen. Die wird dann auch erstmal wieder kobbelig. Upsa. Zack. Zack.
Ping, ping, ping. So, dann nehmen wir hier auch nochmal die Wand unter die Lupe. Und ab dafür. Ich meine, wir haben so viel Kobbel, ja, und wenn man es richtig anstellt, kann sogar Cobblestone richtig gut aussehen. Wir müssen halt nur gucken. Zack, 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 zack. Das ist hier nicht, wir müssen halt nur gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen, dass hier nicht komplett undekorativ wird. Also wenn du nur Kobbel baust, ist auch wieder doof. Aber ich bin der Meinung, dass das jetzt aktuell gar keine so schlechte Idee ist. Wir bauen eine Hütte in einem Berg. Höre ich hier Wasser? Rohstoffminen. Manchmal kriege ich Albträume. Ich träume dann, dass ich mit einer Schaufel auf die Kohle einschlage, weißt du? Bep, bep, bep. Did, did, did. Did, did, did. Did, did, did. La 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 la. So. Zack, zack. Zing, 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 zing. Und ich habe schon gedacht, uns geht der Cobblestone aus. Ah! Ja, flap, flap. Dann machen wir das mal zu hier. So geht das doch. Und so können wir das dann auch entsprechend verschließen. So. Das haben wir schon mal. Also mir wäre es persönlich ja ganz lieb, wenn wir hier noch irgendwie eine andere Möglichkeit fänden. Ich mache jetzt hier mal, statt Kobbel machen wir hier mal einen Holzboden hin. Und dann besorgen wir uns nochmal so ein Mantelpiece für die Garderobe draußen. Vielleicht legen wir sogar noch ein bisschen Teppich hier rein. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Boah, da haben wir auf jeden Fall noch genug Material. Ich dachte jetzt gerade schon, es geht uns aus. Das wäre vielleicht jetzt fatal gewesen. Aber das war nicht der Fall. Yippie und so, weißt du? Den machen wir jetzt mal so ab. Zack. So. Dim, 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 dim.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fopp. Und hier oben kommt eine Lampe hin. Wobei das jetzt nicht so richtig ist. Jetzt besser, Wurstblinker, Humbug. Okay, aber das Lichtlevel passt hier wahrscheinlich noch nicht. Das ist ein Lichtlevel von 8. Ah, das geht noch. Aber hier kommt ja auch noch ein bisschen was hin. So, dann stellen wir schon mal unseren Kobbel nach unten. Zack, 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 zing, zong, zong, zing, zing, zong, zing, zong, zing, zing, zong, zing. So. Dann hier nochmal. Dann können wir das hier so verschließen. So, jetzt brauchen wir im Grunde genommen nur hier vorne noch ein bisschen Ausbau. Also, dann kriegen wir hier vielleicht das einfach nur ganz hübsch hingestellt. Vor allem sind wir dann diesen komischen, sinnlosen Kram hier los. Das finde ich persönlich echt ganz angenehm. Hier vielleicht nochmal irgendwie Durchgangstürchen setzen. Warte mal, das Bett nehmen wir nochmal mit. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz. Dann nehmen wir das nochmal ab, das nochmal ab. Und dann bauen wir hier auch nochmal das Ding ab. Und die Tür müssen wir auch nochmal abbauen. Das ist ja unfassbar. Zack, zack, zack. Wir werden uns hier komplett einkoppeln mit dem Ding. Bis auf den Wohnbereich. Hier stellen wir nochmal die Tür hin. Ab dafür. So, das haben wir. Das Türchen. Dann kommt hier noch die Platte wieder hin. Die Platte. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch geworden hier, ne? So. Heben wir uns das alles mal so ein bisschen auf und machen da wirklich so eine gekoppelte Hütte rein, weißt du? Vielleicht machen wir hier tatsächlich noch so ein Garderobenteil draus. Schlecht wäre die Idee ja wirklich nicht. Ist das hier eigentlich der Aufzugsschacht schon? Ja, ist es schon. Schade, dann geht das doch nicht so ohne weiteres. Aber hier so ein Garderobenbereich... Warum nicht? So. Ja, prinzipiell erstmal alles gar nicht so übel. Ich mach's jetzt hier erstmal nur ein bisschen heller, damit ich die Dinger auch mal aus dem Inventar hab. Bräuchten wir 1, 2, 3 Türen bräuchten wir noch.